Hallihallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zum Infopost zum Deckenporno Make-Along. Wie versprochen, kommt hier ein kurzer Videobeitrag, wo alle Infos zum Deckenporno Make-Along drin sind und ihr unten drunter in den Shownotes auch nochmal alles in Ruhe nachlesen könnt. So, worum geht's? Wir stricken, häkeln, klöppeln, weben, knüpfen, kilten, was auch immer gemeinsam decken. Das ist das Ziel. Dabei wollen wir hauptsächlich und vor allem möglichst viel Spaß haben und idealerweise, und das war auch der Anlass, warum wir das Ganze hier gestartet haben, möglichst viele Decken an die Düsseldorfer Wollengel spenden, die dann im Winter Obdachlose damit versorgen, damit die in den kalten Nächten draußen eben ein bisschen Wärme haben. Wer sind wir? Ich bin noch nicht komplett hier mit beiden Persönlichkeiten anwesend, sondern einmal ich, auch wenn sich der Esel selbst zuerst nennt, und die Evelyn, das Puppenhäcksle auf Instagram. Was soll hier passieren? Also grundsätzlich, wie gesagt, ganz easy, ihr macht Decken, mit welcher Handarbeit auch immer. Dafür habt ihr Zeit vom 1.9.2021 bis zum 31.12.2021. Also 4 volle Monate, so lange läuft dieser Make-Along, also diese Mitmachaktion. Und wie gesagt, es bleibt völlig euch überlassen, welche Handarbeit ihr nutzt und auch in welcher Größe ihr grundsätzlich eure Decke anlegt. Also von der Babydecke bis zum Sofa-Überwurf ist alles gern gesehen. Welche Voraussetzungen haben wir? Also ihr dürft mit gestarteten Projekten mitmachen, es sollte aber noch nicht mehr als die Hälfte fertig sein. Also wer jetzt wirklich nur noch so eine Abhäkelkante dran machen muss, ja, ist vielleicht ein bisschen wenig. Aber wenn ihr jetzt schon ein paar Reihen angeschlagen habt oder sagen wir mal so bis 50% von eurer Arbeit seid, das könnt ihr alles nochmal reinschmeißen. Da sind wir nicht so. Ansonsten sag ich mal, darf alles mit rein. Für bestimmte Gewinnkategorien komme ich gleich drauf. Würden wir noch ein bisschen Voraussetzungen verlangen, aber das erkläre ich euch jetzt dann gleich. Denn ja, es gibt Gewinne. Und zwar in 3 Kategorien und wahrscheinlich auch in jeder Kategorie mehr als einen. Es wird Wolle geben, Projekttäschchen. Wir gucken gerade vielleicht auch ein Buch, ein bisschen anderes Strickschischi. Also wir sind gerade noch so ein bisschen am Zusammensammeln und werden euch das dann aber bei gegebener Zeit natürlich alles nochmal genauer vorstellen. Aber jetzt für die Eckdaten kann ich euch nur sagen, es gibt welche. Ja. Und dann stelle ich euch jetzt am besten gleich mal die Kategorien vor. Also Kategorie 1 ist die breite Masse-Kategorie. Sprich, wenn ihr unter dem Hashtag Deckenporno MAL bei Instagram ein Foto von eurer Decke postet, seid ihr im ganz großen Lostopf, wo sozusagen alles reinkommt, was da irgendwie mitmacht und ihr könnt was gewinnen. Kategorie 1, also das ist die breite Masse, das ist die Easygoing-Kategorie. Kategorie 2 ist die Challenge-Kategorie. So, das ist jetzt was für die, die ein bisschen Herausforderung brauchen. Also, wer es schafft, vom 1.9. bis zum 31.12. eine Decke fertig zu bekommen, der fällt in eine extra Gewinnkategorie und muss dafür aber folgende Dinge tun. Er muss in der ersten Septemberwoche mit dem Hashtag Deckenporno MAL Start ein Foto vom Anstrick posten und dann irgendwann bis zum 31.12. natürlich entsprechend ein Foto der fertigen Decke mit Deckenporno MAL fertig einen Hashtag drunter posten. Und also wer es also sozusagen schafft, diese Herausforderung anzunehmen, in 4 Monaten eine Decke zu stricken, der kommt nochmal in einen extra Gewinntopf, aber nur wenn die beiden Hashtags gefallen sind. Also wer das nicht macht, sorry. Alles steht nochmal unten in den Shownotes, also da könnt ihr nochmal genau gucken, wann ihr welche Hashtags wo posten müsst. Wer da mit einer Babydecke mitmachen möchte, ist okay, da würden wir uns aber eine Mindestgröße von, ich sag mal, 70 mal 70 Pi mal Daumen wünschen, damit es irgendwie so ein bisschen zumindest Arbeit ist auch, ne? Weil, also, ja, wer mir so ein Läppchen da fürs Puppenbett abgibt, das ist ja jetzt in 4 Monaten keine Herausforderung. Genau. Dann Kategorie 3. Und jetzt kommt die Kategorie, wo man auch ohne Instagram mitmachen kann. Wie schön ist das denn? Ist die Kategorie Engel. Also wer eine Decke an die Düsseldorfer Wollengel spendet,
Den Link zu den Wollengeln findet ihr unten in den Shownotes. Und zwar sowohl zum Instagram-Kanal als auch zur Webseite. Also wer sich mal grundsätzlich informieren will, die sind ein eingetragener Verein. Das hat also wirklich auch alles Hand und Fuß. Und auch die Adresse, an die man die Spendendecken schicken kann, steht unten in den Shownotes. Achtung, das ist eine Packstation. Bitte achtet darauf, wenn ihr das Paket wegschickt, dass ihr da schaut, na, da ist diese Packstationsnummer und dann die Nummer von der Packstation selber, also die Postidentnummer und die Packstationsnummer sind da. Wenn ihr nicht ganz sicher seid, wie das geht, dann bitte fragt in der Postfiliale beim Abgeben vom Päckchen nach, was ihr da wo genau hinschreiben müsst, dass das auch wirklich ankommt. So, also alle Infos unten. Wenn ihr eine Decke an die Wollengel spendet, dann packt ihr in das Paket bitte mit rein einen Zettel, auf den ihr schreibt Deckenporno Make-Along, drunter euren Namen und eure Anschrift. Und aus diesen Zetteln werden die Düsseldorfer Wollengel, die liebe Tanja und ihr Team direkt vor Ort einen Gewinner ziehen oder eine Gewinnerin. Und ja, so oder vielleicht auch mehrere. Wie gesagt, das mit den Preisen muss man noch ein bisschen verteilen. Und so könnt ihr da auf jeden Fall auch mit reinspringen. Das könnt ihr natürlich mit den anderen zwei Hashtags kombinieren, wie ihr möchtet. Und wie gesagt, das wäre die Möglichkeit, auch ohne Instagram mitzumachen und noch was fürs Karma zu tun, weil man was Gutes tut für Menschen in Not. So schaut das aus. Gut, also die drei Kategorien wird es geben, wo ihr sozusagen euch beteiligen könnt. Jetzt überlege ich gerade, ob ich noch was vergessen habe. Ach ja, wer in der Engelkategorie starten will, also Spenden an die Düsseldorfer Wollengel, ein paar kleine Randinfos noch. Grundsätzlich dürft ihr alles verstricken, was ihr an Wolle zu Hause habt. Also hier wäre wirklich auch die Kategorie für die Resteprojekte, um die Polytierchen mal endlich aus dem Schrank rauszukriegen. Um diese ganzen einzelnen Knäuel, die man von irgendwelchen größeren Projekten übrig hat, mal wegzustricken und. Also das dürft ihr alles verstricken. Es gibt zwei, drei kleine Randnotizen. Und das ist wichtig, dass man die ein bisschen beachtet, damit die nicht mehr Arbeit mit euren Sachen haben, als dass die Leute was davon haben. Erstens, bitte keine Baumwolldecken an die Düsseldorfer Wollengel, denn die Dinger sind zwar schnell schön zum Häkeln und was weiß ich was, aber sie halten halt nicht wirklich warm. Also man braucht schon ein bisschen Wolle, die warm hält. Zweitens, es gibt keinerlei Vorgabe in Material, Farbe oder sonst was. Das kann bunt sein, das kann glitzern, was weiß ich. Denn die Decken sind in den Schlafsäcken und deswegen nicht sichtbar und deswegen ist das tatsächlich wurscht. Aber drittens, möglichst halbwegs waschbar. Ja, also das ganz teure mit der kalten Handwäsche zu bearbeitende Kaschmir bitte im Schränkchen lassen. Das ist da jetzt nicht angebracht. Und viertens, die Decken müssen eine Mindestgröße von, ich sag mal, 1,30 auf 1,50, 1,60 haben, 1,80 wäre ideal. Also 1,30 auf 1,80, das wäre so die perfekte Wunschgröße. Ich denke, mit 1,30 auf 1,60 ist auch noch was anzufangen oder 1,50. Das sind ja so diese Standard-Fließdecken, die man in schwedischen Möbelhäusern kaufen kann. Aber so eine gewisse Größe brauchen die schon, denn die sollen ja einen erwachsenen Menschen einmümmeln sozusagen. Und da hilft jetzt natürlich so ein Babydeckchen nicht besonders weiter. Genau, das wären noch so ein paar Randinfos für die Spendendecken. Und dann bleibt mir abschließend nur noch zu sagen, nochmals, alle Infos stehen unten in den Shownotes. Da ist übrigens auch eine Liste mit Tipps von Decken, die wir zwei, die Evelyn und ich, für besonders gut strickbar halten oder anpassbar, die auch alle nichts kosten. Bei manchen Sachen sind auch YouTube-Anleitungen dabei. Also wer ein bisschen Inspiration braucht, kann da gucken. Natürlich dürft ihr euch hier drunter auch gerne austauschen, wenn ihr noch tolle Tipps für gute Anleitungen für Decken habt, schreibt die in die Kommentare. Und ich würde mich persönlich mega freuen, wenn ihr auf dieses Video hier einfach mal auf den Gefällt mir-Button drückt, wenn ihr am Start seid bei der Aktion, damit wir mal so ein bisschen sehen und abschätzen können, wie viele Leute wir so werden. Genau. In diesem Sinne, ich schaffe es unter 10 Minuten, ich bin raus, macht's euch schön und ran an die Nadeln. Tschüss!